Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Space X4 hier in unserer kleinen, aber feinen Raumstation. Und wir gehen jetzt mal zu Bosotar zurück. Wir müssen nämlich wissen, was möchte er denn von uns überhaupt? Irgendwas Wichtiges wahrscheinlich, so wie immer. Also, was war es für die Questreihe? Kommen Sie schnell her! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben einen Eindringling. Vielleicht ist eine alte Anlage nach ihrem langen Ruhezustand wieder erwacht. Oder vielleicht hat ein Wesen aus einem parallelen Universum seinen Weg durch den Riss gefunden. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Bitte was? Ich bin es nur. Jetzt schauen Sie nicht so geschockt. Ich sollte vielmehr überrascht sein, dass ausgerechnet Sie so einen Laden betreiben. Eindringlinge, würden Sie bitte 2 Schritte zurückgehen, damit ich die Vernichtungsprotokolle initiieren kann? Und Sie, werter Borone, ein paar Splits sind an mich herangetreten, um Sie aufzuspüren. Zum Glück für Sie finde ich solche Aufgaben unglaublich nervtötend. What the fuck? Ich hätte gedacht, du bist tot. Was ist mit dir passiert? Nachdem sich die Lage mit dem Pakt von Grüne Schuppe verschlimmert hatte, hat man sogar mein Schiff angegriffen. Wir hatten keine Chance und nur wenige konnten den Rettungskapseln entkommen. Nachdem ich sichergestellt hatte, dass die Überlebenden wohlauf waren, fing ich an zu rekonstruieren, was geschehen war. Und was ist mit Rien passiert? Rien hat sich selbst der argonischen Polizei gestellt. Sie unterstützt die Polizei jetzt dabei, die Aktivitäten des Pakts von Grüne Schuppe zu stören. Offenbar hat sie meine Anweisungen nicht haargenau befolgt. Ein Plan, der auf die Kooperation von einem verrückten Schurken setzt, ist nicht wirklich ein Plan. Wenn man etwas lange genug beobachtet, dann kann man auf alles vorbereitet sein. Sogar auf Verrückte. Okay, warum bist du jetzt hier? Ich hörte irgendwann immer wieder Gerüchte von einer mysteriösen Station, die aus dem Nichts auftauchen soll. Da ich gerade erst meinen Stolz und meine Lebensfreude über Bord geworfen hatte, suchte ich nach einem Neustart. Also brach ich hier ein. Ich hatte damit gerechnet, von Geheimagenten der Regierung aufgegriffen und zu einem beschaulichen Verhör gebracht zu werden. Aber stattdessen traf ich auf Sie und den Boronen hier. Sie sind ein Eindringling aus einer anderen Dimension. Ich bin der beste Eindringling diesseits des Multiversums. Mit meinen analytischen Fähigkeiten, Ihren Ressourcen und dem prickelnden Charakter des Boronen können wir alles erreichen. Was sagen Sie? Probieren wir es. Ich denke darüber nach. Komm, was soll's? Ich will Gaudi haben. Ein Wesen, ein Mensch aus dem Multiversum passt. Sie werden es nicht bereuen. Ich vermesse den Raum hier, damit ich meine Ausrüstung herbringen lassen kann. Das werden Sie gewiss nicht tun. Das ist mein Labor. Sie werden mich gar nicht bemerken. Was machst du eigentlich hier? Ich hoffe wirklich, dass wir einen Weg finden, das Beschützion für alle in Habgier erschwinglicher zu machen. Ah, das war die Angelegenheit. Okay, okay. Hallo auch. Hallöchen. Wie geht's? Die Split-Verbindung. Ich habe mir die Informationen zu den soziopolitischen Gefügen in den Split-Gebieten näher angeschaut und analysiert. Was hast du über die Fraktion herausgefunden? Es gibt Gerüchte, dass sich Tore reaktivieren, die in den Raum der Split führen. Einige ihrer Schiffe wurden in mehreren Sektoren gesichtet. Ich versuche, so viel ich kann, über die Politik der Split herauszubekommen. Untersuchen Sie in der Zwischenzeit, was an den Gerüchten dran ist, und versuchen Sie, die Tore zu finden. Das wäre interessant auf jeden Fall. Wie geht's? Germoperation. Jemand hat mich gerade kontaktiert. Sagte, sie sei eine gemeinsame Freundin. Haben Sie freiberuflich für das terranische Oberkommando gearbeitet, ohne mich auf dem Laufenden zu halten? Nun, das ist jetzt nicht wichtig. Ich nehme an, wir haben alle unsere Geheimnisse. Der Kontakt sagte, sie wolle sich treffen, um den Ball für eine verdeckte Operation ins Rollen zu bringen. Aber sie weigerte sich, Details per Kommunikationsverbindung zu besprechen. Interesse? Warum nicht? Komm, was soll's. Okay, ich sende Ihnen die Details. Lassen Sie jemanden wie Sie besser nicht zu lange warten. Ja, alles gut. Mein Gott, hier wird's langsam echt frischlich auf der Station, möchte ich mal behaupten. Okay.
instruieren lassen von ihr. Na, wunderbar. Haben Sie sich schon mal Stationen im Scan-Modus genauer angesehen? Wenn Sie nahe genug an ein Stationsmodul heranfliegen, wird es je nach Typ in einer anderen Farbe hervorgehoben. Stellen Sie sich vor, welche Informationen Sie über eine Station erhalten könnten, wenn Sie alle Module auf diese Art scannen würden. Ziemlich viele wahrscheinlich, ziemlich viele. So, das ist alles fertig, das auch, das auch, das auch. Und wahrscheinlich für die Forschung fehlt nur ein bisschen was. Hier kriegst du mal 2 Millionen, das passt dann schon. Oder auch nicht, bestätigen, so rum. Irgendwie werden wir da schon was zusammenbekommen, da würde ich behaupten. Das sollte machbar sein. Okay. Zurück zu unseren guten Freunden, so wie es ausschaut. Haben wir denn hier in unserem Raum jemanden gerade? Das ist eine Eule. Können wir ihn teleportieren? Wunderbar. Okay, und gleichzeitig möchte ich aber auch noch, dass meine Flotte hier quasi woanders hinkommt. Meine Besitzer, bam, Terranische Flotte 3, soll bitte nach dorthin fliegen. Ja, befliegt einmal da unten rum, dann passt es schon. Ihr fliegt nach da oben rum, so wie es ausschaut. Dort rum, dort rum. Dort rum, hier rum. Ja, okay. Können wir das zulassen? Ich denke mal ja. Ich sage es mal ja, also das müsste theoretisch funktionieren. Okay. Morea, wunderschön. Du kannst mich jetzt doch bitte... Ach, wir können sogar noch weiter rumseppen. Wir müssen ja gar nicht mehr fliegen, wir können ja einfach nur durch die Gegend seppen hier. Wenn es denn... wenn es eine Station von mir wäre. Okay, schon verstanden. Dann bitte... Eule. Zack, hinfliegen und andocken. Das ohne Mucken sogar. Das hat Seltenheitswert an der Stelle. Okay. Wie schaut es momentan aus hier? Baupläne. Das entsprechende Geld ist ansatzweise hier, aber nur ansatzweise. Kompositrat wird auch gemacht, das passt, das passt. Der Rest wird nach und nach folgen, sobald die 171er mal angekommen sind. Dann wird das Ganze ein bisschen besser ablaufen. Das läuft auch soweit, weil das hier ist ein bisschen noch zu langsam. Gebe ich auch mal zu, das ist definitiv noch zu langsam. Warte mal, Arbeitskräften, ja, das wäre schön, wenn wir da noch ein paar mehr hätten. Aber dafür haben wir ja eigentlich die Station hier. Bauplan. Andocken und Co. können wir. Das auch, das auch, das auch. Geld ist auch vorhanden, damit alles gebaut werden kann. Das passt soweit. Stationskonto haben wir auch ein bisschen was dran. Arbeitskräfte. Sie brauchen Medikamente, Verbrauch pro Stunde 500 Medikamente, bitte. Erreiche Mars. Möchte ich genau wissen, wie er fliegt? Nein, möchte ich eigentlich eher weniger. Derzeit Arbeitskräfte 104, Arbeitskräfte 105. Müssen herausfinden, wie wir die irgendwie wegbekommen können. Proteinpaste und Co. wird dann auch auf jeden Fall besser werden. Sodle, möchte ich denn genau sehen, wie du fliegst? Nein, lass mal lieber bleiben. Das heißt, du bist am Laufen, du bist am Laufen, du bist am Laufen. Wie schaut es denn bei dir aus? Warst du gebaut? Ja, du warst gebaut. Erweiterung haben wir nicht gemacht. Denn wir haben eh mehr als genug übrig an der Stelle. Das passt. Diener des Sonnentempels 7. Ah, ich glaube, du warst das Problem mit ihm hier hinten. Dass das Ding hier noch keinen größeren Undock-Bereich hat. Aber es ist am Kommen. Es fehlt noch ein bisschen mehr Computersubstrat, aber das Ding wird auch gebaut werden. Dann können wir hier auch mit den größeren Sachen andocken.
Dann passt es soweit. Energiezellen, nicht genug Rohstoffe, Schrott. Die Manticore sind am Fliegen, wie wahnsinnig. Aber ohne Energiezellen funktioniert halt da auch nichts. Ja, ein bisschen Sinn, sondern wird er schon. Die Zeit ist gerade momentan unser größter Gegner, beziehungsweise ich glaube langsam ist es Paolo. Weil so wie du gerade rumfliegst, weiß nicht, ob du dieses Schiff schauen solltest. Ich glaube, das nächste Mal gebe ich dir irgendwie ein Müllfracht oder sowas. Hey, der Witzka. So, Geheimdienstbüro, schauen wir doch mal. Was es sonst noch so gibt. So, guten Tag, mein Liebste. Wir waren schon lange nicht mehr bei dir. Germ-Operation. Wir wenden uns mit dieser Operation an Sie, weil Sie sich als loyaler und fähiger Verbündeter des terranischen Volkes erwiesen haben. Es wäre zwar verlockend, sich nur auf die Xenon-Bedrohung zu konzentrieren, aber es wäre dumm, andere Gefahren zu vernachlässigen. Andere Bedrohungen? Ja, wir dürfen den Verrat der Argonen niemals vergessen. Der Verrat der Argonen, was? Die Argonische Föderation zerstörte den Torus und schwächte dadurch die Verteidigung der Erde erheblich. Dieser feige Terroranschlag hat terranische Bürger getötet und unserer Regierung Schaden in Trillionenhöhe zugefügt. Es war sowohl ein Schlag für die Moral der terranischen Bürger als auch eine Demütigung auf der größten politischen Bühne. Angesichts eines sich verändernden Universums müssen wir jetzt mehr denn je Stärke ausstrahlen. Was können wir denn unternehmen? Der Großteil unserer Ressourcen ist in der laufenden Kampagne gegen die Xenon gebunden. Technisch gesehen haben sich alle Seiten zu einem Friedensvertrag verpflichtet. Und die Richtlinie des Geheimdienstes lautet, sich nicht in argonische Angelegenheiten einzumischen. Deshalb haben wir uns an Sie gewandt. Sie sind zwar terranischer Staatsbürger, haben aber keine dokumentierten Verbindungen zum terranischen Geheimdienst. Ohne eine nachvollziehbare Verbindung zu uns, können Sie ohne große Zurückhaltung im argonischen Raum arbeiten. Wir haben einen Beamten der Republik Antigone identifiziert, von dem wir glauben, dass er bereit ist, vertrauliche Informationen der Argonen an den Meistbietenden zu verkaufen. Sie werden den besagten Informanten treffen und, falls sich seine Informationen als wertvoll erweisen, diese für uns beschaffen. An dieser Stelle muss ich Ihnen mitteilen, dass dies eine streng verdeckte Operation ist. Sollten Sie kompromittiert werden, wird das terranische Oberkommando jegliche Kenntnis oder Verantwortung für Ihr Handeln abstreiten. Viel Glück! Na, danke auch fürs Gespräch, ja? Okay. Immer diese Geheimdienstgedönsel. Ich bin nicht sicher, ob meine Fähigkeiten für eine Expedition dieser besonderen Art gut geeignet sind. Davon abgesehen fällt es mir schwer, einen wissenschaftlichen Nutzen für die Destabilisierung dieser Regierungen zu erkennen. Daher möchte ich meinen Fokus auf das Streben nach fruchtbareren und konstruktiveren Projekten verlagern. Und das darfst du eben gerne machen. Das sage ich nicht nein dazu. Machen können wir nichts, weil wir keine Sicherheitsbehälter haben. Das ist das größte Problem gerade. Hallo. Mein einziger Sicherheitsbehälter. Bitte sehr. Haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Interface halt nicht. Kriegen wir irgendwie Sander mehr. Finger behalten wir, den Rest behalten wir auch soweit. Steuerung brauchen wir immer wieder ein bisschen was. Das brauchen wir netter. Bestätigen. Viel auf Wiedersehen. Glück da draußen. Gut, dann gehen wir zurück zur Eule. Und müssen dann kurz mal gucken, wo müssen wir denn genau hin überhaupt? Wenn ich das jetzt machen würde. Sind denn schon meine Schiffe irgendwo nah dran? Hier? Okay. Wo ist meine Flotte momentan unterwegs? Da ist sie nicht. Da ist sie nicht. Da ist sie auch nicht. Da sind wir in einem Xenos, aber das ist egal. Da sind nicht so viele. Mikrogambler, Hochgeschwindigkeitskatalysatoren, Schlüsselungsmodule, Interface. Ja, aber so gut wie keine Container. Des Universums erhalten Sie bei Ihrem Infobroker. An- und Verkauf von Informationen zack, zack, aller Art. Zack, zack, zack. Okay, wenn es dauert noch Sie ein bisschen. Wenn Sie es nicht wissen, weiß es keiner.
Ich weiß. Trivial. Xenon T's haben wir nicht. Das Schicksal der Yaki. Ziel ist immer noch, das Ding hier zu zerstören. Den Verstärkerknoten, das ist klar. Da braucht es aber noch ein bisschen, bis wir das erreicht haben. Muncha, Container einsammeln, egal welche. Munition, Verarbeitungsgedöns etc. pp. All dies mitnehmen. Wir können ja auch sagen, hier, du sollst bitte das lassen. Du machst schon Wiederholaufgabe bestätigen, die sich nur darum bewegt, Container hier einzusammeln. Dann macht er es nämlich jetzt am laufenden Bande und alles wird wunderbar werden. So, des Weiteren. Du weißt schon, dass die Tür da offen ist, Junge. Hallo. Okay. Lass mich mal da kurz hin. Angedocktes Raumschiff. Wir brauchen nicht viel, wenn der Tag lang ist. Auf keinem Auge sogar. Der Rest ist auch relativ egal. Schwer für eine Million. Nee. Abdocken passt schon. Dies passt schon. Automatisch. Genau, wenn wir starten, automatisch speichern. Okay. Fliege zu Asteroidengürtel. Ja, wir gucken mal. Wir gucken, ob wir so weit hinkommen. Ich glaube, nach rechts geht's raus. Mitunter ja, aber wir müssten eher aus der Richtung rauslaufen. Wupp. Ich nehme an, Sie möchten einige Informationen über die politische Landschaft, auf die Sie sich da einlassen werden. Die Republik Antigone ist ein souveräner Staat, der sich erst kürzlich während der Abschaltung etabliert hat. Ihre Hauptstadt ist Antigone Memorial, ein System, das von der zentralen argonischen Regierung und anschließend von der Föderation getrennt wurde. Als die Sprungtore wieder in Betrieb gingen, erweiterte sich die Republik und beanspruchte eine weitere Handvoll neu entdeckter Systeme, bevor sie den Kontakt mit den Argon wiederherstellte. Natürlich war die Lage eine Weile angespannt, aber mittlerweile ist alles geklärt. Wenn man das bedenkt, macht der Blickwinkel des terranischen Geheimdienstes Sinn. Aufgrund ihrer engen Beziehungen hat die Republik Antigone wahrscheinlich Zugang zu allen Arten von argonischer Kommunikation, steht aber nicht unter strenger argonischer Aufsicht. Wenn sie die unvermeidliche Dosis menschlicher Gier berücksichtigen, ist es kein großer Sprung zu erwarten, dass vertrauliche Informationen irgendwann durchsickern. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass es da um mehr geht, als nur einen Regierungsangestellten wegen Informationen zu bestechen. Verlieren Sie am besten nicht den Kopf. War eine gute Entscheidung, ihn zu behalten, aber sowas von. Ja, da geht's bestimmt um noch mehr. Deswegen werde ich auch gucken, dass ich quasi dann mit dem etwas besseren Schiffchen auftauchen werde. Getsufune, wunderbar. Da macht der Sinsa-Antrieb nämlich mehr als Sinn. Wir müssen ja mal runterfliegen. Wo ist unsere Armada? Hat er ein bisschen was auf den Deckel bekommen? Ja, wobei es geht. Es geht. Sprungtor, Getsufune. Das Gute ist, dadurch, dass wir mit dem Sinsa jetzt gerade rumfliegen. Das sind so viele Bergbauschiffe, das Ding müssen wir mal austauschen. Das heißt, das Gebiet gehört den Antogin und das sind die Argoner. Zwei Paar Schuhe. Okay. Jetzt gucken wir noch mal nebenbei. Sinsa wird ausgeschalten. Konntet ihr jetzt schon was machen hier hinten? Ist da der Handels- und Bauauftrag jetzt schon durch mittlerweile? Immer noch nicht. Energiehändler und wow. Ganz leicht verwirrt sogar, warum das Ding immer noch nicht funktioniert. Ich meine, hier sind jetzt auch ziemlich viele Hightech-Dinger und weißt du geil was? Das heißt, ihr müsstet jetzt aber ein bisschen was bekommen haben, oder? Etwas, nicht viel, aber etwas. Ja, wenn ihr nämlich noch weiter aufbauen, noch besser werdet, das wäre nämlich auch recht schön. So, zack, 1,7 Millionen, rein damit.
Nebenbei habt ihr natürlich auch wieder ein bisschen was gemacht an Millionen. Bestätigen. Ah, nice. Ja, Arbeitskräfte bräuchte man vielleicht noch ein bisschen, aber ich bin schon mal froh, wenn hier gerade das Ganze relativ normal abgeht. So, Übersicht. Medikamente, Arbeitskräfte. Wird immer mehr, hier wird es auch immer mehr. Proteinpaste, müssten wir es nicht mehr machen hier. Die Frage ist, ob sich das lohnt eigentlich hier. Oder ob ich das mit in die andere Station nicht übernehmen soll. Weil nur Arbeitskräfte hier zu machen, ist ein bisschen unsinnig, glaube ich. Aber dafür machen wir mehr Paste. Ja, das passt schon irgendwie. Kriegen wir irgendwie hin, 100.000, der Rest Energiezellen ist am Kommen, dann wird der Rest auch noch gebaut werden und dann passt es schon soweit. Weiter fliegen, geht's auf Hune, wir kommen. Mit Zinser werden die nächsten Handelsschiffe auch kommen, egal wie weit sie wechseln. Uha. Erreiche System, Getsofune. Wunderbar, dann geht's auf nach hinten hin. Sprungtor, die Leere. Da fliegen wir auf jeden Fall hin. Wir könnten auch mal gucken, wenn wir hier sind und dort sind. Da seid ihr noch da. Ihr seid demnächst da, ja, das wird nach und nach was. Dann könnten wir auch sagen, wir halten hier an. Bleiben wir aber im Sinsa-Modus noch drin. Einfach nur, um die Zeit nach vorne zu beschleunigen ein bisschen. Nicht arg, aber in die Kleinigkeit. Das passt dann schon. Und sagt man nämlich auch der dritten Flotte. Sie soll bei der Leeren eigentlich stehen. Oh, warte mal, sie sind schon fast da. Okay, dann können wir sagen. Das hier ausschalten. Ich möchte bitte zur ersten Faust Terras springen. Teleportieren zu. Dankeschön. Super, wunderbar. Halt! Eine von der argonischen Polizei durchgeführte Sprungtor-Grenzkontrolle. Bleiben Sie ruhig und deaktivieren Sie Ihre Waffensysteme. Moment, warum sollten argonische Streitkräfte Sie im Besonderen aufhalten? Das ist nicht gut. Bleiben Sie auf Zack. Bitte stoppen Sie. Unsere Scans haben die Signatur Ihres Schiffes erfasst, als Sie wiederholt in den Sonnensystemraum ein- und ausgereist sind. Daher haben wir Grund, Sie zu befragen. Was ist der Zweck Ihres Besuchs? In dem ganzen Universum waren, ich bin Freischein. Genau, ich handle mit jedem hier. Ein Händler am Steuer eines solchen Kampfschiffs? Nicht sehr wahrscheinlich. Aber sowas von. Sie machen einen großen Fehler. Gegen unsere Feuerkraft. Verschwinden Sie, während die argonische Patrouille abgelenkt ist. Ich gebe mein Bestes. Müsste mal nach da oben fliegen, wenn dann. Das System wird aktiviert. Sprungtor Getsufune wird aktiviert. Runter von meinem Radar. Du, 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 du. Auf nach da oben. Reiseantrieb wird aktiviert. Ja, das ist mehr als merkwürdig. Und tschüss. Ich entwische dir mit meinem Kreuzer. Gott im Himmel. Was ist nur da los? Fliege ich doch gleich wieder zurück. Und denk mir doch meinen Teil dabei. Ja, muss noch ein bisschen mehr nach rechts, aber insgesamt komme ich nicht hin. Warte. Dass Sie trotz der Komplikationen Ihren Weg in Antigone-Raum gefunden haben. Der Informant, den Sie kontaktieren werden, nennt sich Saman Red. Er ist Beamter im Verteidigungsministerium der Republik Antigone. Sie sollen ihn für die Informationen bestechen. Aber ich empfehle, dass Sie subtil vorgehen. Um die Daten an uns senden zu können, müssen Sie einen Satelliten in unmittelbarer Nähe der Station aufstellen. Damit dieser Datenverkehr ordnungsgemäß verschlüsselt wird, muss es ein erweiterter Satellit sein. Ich sende Dahl jetzt die relevanten Informationen. Okay.
ein erweitertes Satellit in der Station drin. Sowas müssten wir, glaube ich, noch haben, oder? Ja, yep, da haben wir doch was davon. Von allem was dabei, so muss es sein. Autopilot ausgeschaltet. Also muss es aktivieren, wir müssen nach da unten hin. Bitte stoppen Sie, wir werden Ihr Inventar scannen. Nein. Sorry, ich hab zu tun. Ich hab keine Zeit für die Polizei. Immer das Gleiche hier. Weil ein armer Händler und sein Schlachtschiff immer unter die Lupe nehmen. Bitte stoppen Sie, wir werden Ihr Inventar scannen. Keine Zeit. Keine Zeit. Bist du der kleine Humble-Bumble? Ja, die, wo mich nicht magst, wie es ausschaut. Du magst mich überhaupt nicht. Aber es ist mir sowas von egal. Du musst mich nicht mögen. Raus hier. Und abbremsen. Wunderbar. Der mit dem Geheimdienst verbundene Satellit. Nun sehen wir uns diesen Seaman Red an. Argon Verteidigungsstation. Andock-Erlaubnis verweigert. Andock-Erlaubnis verweigert, was? Ich muss doch hier hin. Andock-Erlaubnis verweigert. Ich ist ein bisschen doof. Weil ich keine Datocke. Wie soll das bitte funktionieren? Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Du schon wieder. Okay, um anzudocken, muss ich ein bisschen im Plus sein wahrscheinlich. Also müsste ich für die Argon jetzt ein bisschen was Gutes tun. Ich habe auch keinen Bock dazu, was Gutes zu tun. Überhaupt nicht sogar. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Andock-Erlaubnis verweigert. Wir haben Schmuggelware entdeckt. Das ist schön, dass du die entdeckt hast. Das bringt dir nur leider rein gar nichts. Okay. Wir können gerade nichts machen, so wie es ausschaut. Ah. Das ist jetzt ein bisschen unschön. Andock-Erlaubnis verweigert. Okay, können wir denn irgendwas machen, damit sie uns wieder mögen an der Stelle? Zerstöre Minen. Antikor, einfach. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Fliege zu zerstöre Minen. Okay, dann zerstören wir die Minen doch mal. Vielleicht werden wir ein bisschen Schuss hinkommen andocken. Ja, für jedes bisschen dankbar. Oh. Autopilot ausgeschaltet. So, da hinten sind Minen drinnen, so wie es ausschaut. Unbekanntes Objekt. Okay. Dann fegen wir einmal unten drunter. Wo genau denn eigentlich? Minen um das Sprungtor rum. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die gelegt habe oder wer sie gelegt hat, aber egal. Wir werden uns unseren Namen schon noch machen. Oh nein, du schon wieder. Okay, du hast es nicht an der... Sie macht einen großen Fehler. Du greifst mich an, Junge. Du greifst mich an, möchte ich jetzt mal News hier gesagt haben. Zum Geier bist du denn überhaupt? Lass mich einfach in Ruhe. So einfach geht das. Lass mich einfach nur in Ruhe. Ich muss hier Minen vernichten. Ich helfe deinen Leuten, meine Güte. Wir haben sie als Ziel erfasst. Argoni, ja, das ist mir jetzt sowas von egal. Agent, Sie haben sich immer noch nicht mit dem Antigone Kontakt getroffen. Was ist los?
Das wird dir noch leid tun. Ich kann nicht an... Ernsthaft. Oh, jetzt reicht's langsam. Wo ist er? Irgendwo über mir. Schießt ihm die Buckel weg. Komm schon, komm schon, komm schon, auf nach oben. Ich möchte diese Generation gerne machen, aber ich habe da so jemanden, der mich nennt. Der mich einfach nur nervt an der Stelle. Weißt du, mit was du dich hier anlegst, oder? Mit was Großem. Soll ich dich eigentlich nicht mit anlegen, sagen wir es mal ganz ehrlich. Das. Okay. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Das wird ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Hier ist die Sektorsicherheit. Kommkanal offen. Melde einen Angriff auf diese Station. Verstanden. Strafregister wurde aktualisiert. Unautorisiert. Bitte was? Bitte was? Ich war ganz freundlich eigentlich die ganze Zeit. Ihr könnt... Er greift mich an. Und ich werde dafür ge... Okay, okay. Was soll's? Nicht mein Problem. Argonen, nicht mein Problem. Ich führe gegen euch Krieg, wenn es sein muss. Da sage ich nicht nein dazu. Zördle. Reisemodus aktivieren, ab nach da hinten hingehen. Dann kann ich auch was komplett anderes machen und sagen, wir probieren es nochmal aus, in den Xenos-Sektor reinzufliegen, um dieses blöde, sagt es mir, den Sender zu vernichten, um das schon mal wegzuhaben. Das gibt bestimmt auch jede Menge Kohle. Unbekanntes Objekt. Lass mal zu dir auch noch hin. Wir kommen noch dahin, nur keine Sorge, der wird auch nicht so schnell abdampfen. Haben wir sonst noch irgendwas übrig hier gerade hier? Zack, 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 jeder bringt was her. Der ist gerade wunderbar am Abbauen hier. Oh, das gefällt mir doch. Das gefällt mir richtig sehr sogar. Bauoptionen. Es ist gebaut worden, nice. Das heißt, da kann endlich die Nummer 7 andocken, so wie es ausschaut. Hätten wir noch mehr Schrott, noch mehr von allem. Gucken wir doch mal. 777, wo ist denn die Nummer 7? Bist du schon auf dem Weg? Gefüllt. Ist hier rausgesprungen, fliegt aus dem Weg. Na wunderbar. Das wollte ich doch sehen. Oh, dann müssen wir noch ein paar mehr... 4,6 Millionen. Und ein bisschen mehr Abbauschiffe machen. Aber ich glaube, wir investieren hier erstmal in dieses Schiff ein bisschen rein. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und ein bisschen nach oben. Wunderschön. Danach können wir abbremsen, wenn wir die Dinger vernichtet haben. Wie, das sind jetzt terranische Sachen. Dann kriege ich eine Vollkrise. Kann ich meine eigenen Leute angreifen. Vielleicht sind die auch schon später darauf ausgegangen, dass ich mit Antigonen und Argonern schon mehr quasi zu tun hatte. Aber nee, nicht wirklich, nicht wirklich. So, 3, 2, 1. Gleich sind wir draußen. Und bingo, abbremsen. Zerstöre 5 Minen. Unbekanntes Objekt. Sördle, sind sie an. Das passt. So, gucken wir doch mal. Unbekanntes Objekt. Kopes. Unbekanntes Objekt. Unbekanntes Objekt. Okay, 7 Kilometer ist ein bisschen weit weg, gebe ich zu. Unbekanntes Objekt. 5, ich weiß nicht, das vielleicht. Ein bisschen zu weit weg für die Aktion, okay. Unbekanntes Objekt. Ah, gucken wir doch mal. 3 Kilometer müsste es aber nah genug dran sein, oder? Yep.
Unbekanntes Objekt. Hier können wir, müsste eigentlich auch genug dran sein. Yep. Unbekanntes Objekt. So, wollte gerade sagen, die da oben noch. Dann passt das soweit, würde ich mal behaupten. Unbekanntes Objekt. Was haben wir denn alles jetzt bekommen dadurch? Rakete. Was für ein Haufen Schrott. Was? Ich gebe dir gleich einen Haufen Schrott. Okay, jetzt müssen wir doch glatt mal gucken. Wie schaut das eigentlich mit der Fraktion momentan jetzt bei mir aus? Antigor minus 11. Ich darf immer noch nicht andocken, das ist ein bisschen doof. Argonen minus 3. Ja, ich brauche mal Antigor, bräuchte noch ein bisschen was. Gibt es hier noch eine Mission bei euch, die ich machen kann? Irgendetwas. Antigor. Eskortiere Bergbauschiff für eine Million. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Können wir machen. Autopilot eingeschaltet. Das ist im Bereich des Möglichen. Wer wird sterben? Sag mal, hört mal auf, hier immer was mit Sterben zu tun haben zu wollen. Sehe ich ganz und gar nicht. Überhaupt nicht sogar. Okay, guck mal, was denen auch noch was Gutes tun können. Xeon Überfallschiff. Überfalljäger, die kommen immer noch rausgeströmt bis zum Umfallen. Ach ja? Okay, juckt mich das gerade? Eigentlich eher weniger. Das juckt mich ganz und gar nicht sogar. Wie schaut's denn hier aus? Logübersicht, Energiezellen werden auch nach E kommen. Dann sagen wir geben ihm doch noch ein bisschen was. Komm, was soll's. Wenn der jetzt mehr Aufgaben zu tun hat, wir hier mehr abbauen können und mehr verhandeln können, kommt hier auch ein bisschen mehr Kohle nach und nach raus. Ich hätte gerne Pioniere. Schauen wir doch mal, Schiff kaufen. Nein, das war's nicht. Das war's definitiv nicht. Du warst wahrscheinlich. Schiff kaufen, Größe M. Ein Manticore-Schlepper. Schwere Ausrüstung, 5,4 Millionen. Ja, ist ein bisschen viel noch. 5,4 ist viel. Wie schaut es denn hier aus? Seid ihr schon fertig? Wie war dann? Habt ihr schon alles, wie es ausschaut? Dann bestätigen. Ich hab ein bisschen was eingenommen. Es ist echt nicht viel. 12.000. Was brauchst du denn pro Stunde? Jeweils ein Tausender. Wir haben ziemlich viel. Das Hypothenpass kann wahrscheinlich noch ein bisschen größer gemacht werden. Bauplan. Wie sieht's bei dir aus? Du bräuchtest immer noch ein paar... Ja, komm, weißt du was? Schmeiß mir so viel Kohle entgegen. Dann tun wir dich zuerst weiter ausbauen. So, bestätigen. Damit das hier voll ausgepowert wird. Und unsere Essensstation. Was soll's? Bauplan. Proteinpasten. Es ist da, es braucht ein bisschen was. Die Container kommen dann nach und nach noch her. Effizienz ist auch schon mal mit dabei. Ja, was so ist. Lass es so, wie es ist. Lass es so, wie es ist und noch ein bisschen was an der Kohle machen. Wie ist denn hier momentan? Das Schwesternschiff ist auch mit dabei, das passt. Fliege zu Agento Memorial. So, musste kurz was bestätigen nebenbei. Wieder aufmachen und größer machen.
Na, kommt schon, Leute. Ab nach unten. Wir müssen was beschützen gehen. Ist auf jeden Fall eine Million wert. Dadurch müssten wir in der Lage sein, uns dann da anzocken zu können. Und ich hoffe, wir müssen danach nichts bei Argon machen. Antigonen und Argonen. Und die Antigone oder die Argonen, müssen wir mal nachgucken, haben das Verteidigungssystem die Erde vernichtet. Das ist ein bisschen unschön. Das ist ein bisschen arg unschön, gebe ich zu. Diese ländigen Geländigen. Aber diesbezüglich werden wir quasi einen ritterlichen Feldzug machen. In Folge wahrscheinlich 80, wenn es so weitergeht. Um alles andere zu vernichten. Ja, wobei, mit unseren Fabriken machen wir jetzt eigentlich schon mehrere Millionen immer pro Folge. Also das ist ja schon mal nicht ganz verkehrt. Danke fürs Speichern. Da bin ich, trotz der ganzen Aufnahmenpause an dessen bin ich immer froh drum, weil sonst würde ich es nämlich vergessen. Wie geht's zu Agent Antigo Memorial? Aber ich hätte gedacht, das wäre bereits der Sektor. Erreiche System. Antigone Memorial. Ich wollte doch gerade sagen, wir sind doch jetzt im System drinnen. Wir müssen jetzt bloß noch ihn hier beschützen dann. Okay. Bolo. Mineralien. Ein Bolo-Schifflein. Hatte ich ihn aber auch. So. Leerer Raum. Leerer Raum. Unser Kollege ist auch mit dabei. Also heißt es, auf nach oben. Reisemodus lädt auf, wunderschön. Der schaut so grün aus. Ich weiß nicht, ob das von der Reinheit der Natur da unten kommt, dass einfach so viel Grün auf dem Boden ist, dass er grün leuchtet, oder ob er radioaktiv verseucht ist. Beides möglich. Vielleicht noch ein bisschen Ansichtssache, wer weiß. Vielleicht ein bisschen was von beiden. Okay. Wir rauschen mit 1840 Metern in der Sekunde. Hey, der Witzka. Das ist viel. Eine wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der wir hier rumeiern. Und so reichen die Geldmittel in Imperators Grundlagen, was? Wir haben genug, glaub's mir. Wir haben genug, außer der Bau ist doch nicht fertig gewesen. Okay, passt schon wieder. Und zwar ich die Geldmittel hier. Wir haben genug Geldmittel, glaub's mir. Da ist genug Kohle drin für euch alle. So, Bergbauschiff solche beschützen irgendwie. Wahrscheinlich das unter mir ist es. Autopilot ausgeschaltet. So. Aufgabe von der Grausamkeit 3 vorgestoßen. Drill, Mineralien. Viel Spaß damit. Verteidiger. So, eskortiere den Drillverteidiger. Na gut, dann machen wir es doch. Gerade sagen, da scheint was hergekommen zu sein. Königinwächter. Karg. Hallo Karg. Verschwindet Karg. Drill. Mineralien. Verteidiger. So einfach lasse ich mich nicht besiegen. Musst du auch nicht. Nur keine Sorge, bin gleich da. Bin gleich da. Deine Schilde halten ein bisschen aus. Ja, aber ein bisschen. Nicht viel, aber etwas. Das werden Sie bereuen. Sodle, wo seid ihr denn? Und gleich ein bisschen hinterher. Ja, da ist vielleicht der große Kreuz jetzt nicht gerade das Klügste, gegen sie zu kämpfen, aber was soll's. Und her mit dem ganzen Gedünsel. Ja, komm, Paketchen, komm her. Und hinterher fliegen, so gut es geht. Auf so gut es geht.
Weil der Treibstoffbehälter. Yeah. Nicht genau das, was ich wollte, aber was soll's. Ich hatte es eigentlich mit unserem verbündeten Schifflein aus. Du musst ja eigentlich auch irgendwie hier sein. Will ich auch irgendwie hier sein? Halt. Wo sind wir zu Hause? Hier hinten. Die kriegen wir schon kaputt. Wir haben genug Geschütztürme. Ja, halt jetzt nur irgendwas zurück, das passt dann schon. Also muss abgebrochen. Feuer frei, Feuer frei, Feuer frei. Schwarmwächter. Ich wollte gerade sagen, Schwarmwächter, du kommst mir aber nicht davon. Aber sowas von überhaupt nicht davon. Okay, Kollege, du hier. Du bekommst den neuen Befehl. Bis auf weiteres folgen. Mein Schiff wird gerade gescannt. Erwarte Befehle. Einwilligen. Das passt schon. So, das, was in der Nähe ist, können wir mitnehmen. So, ansonsten müssen wir auch hingucken, dass wir mal zu ihm hinkommen, nach und nach. Ist ein bisschen weit weg. Ja. Nur keine Panik, nur keine Panik. Bin gleich da, um dir zu helfen. Du wirst schon nicht drauf gehen. Und das war's mit dem Ding hier. Halte durch, oh, halte durch. So, Geschütztürme feuerfrei. Alle feuerfrei. Wunderbar. Die sollen sich einfach mit mir beschäftigen, das passt dann schon. Ja, definitiv große Fehler, aber sowas von. Drill, Mineralien, Verteidiger. Und schon ist alles wieder wunderbar. Ich frage mich auch gerade, wo ich ihn eskortieren soll. Um mal ganz ehrlich zu sein, ich habe keinen blassen Schimmer. Hochleistungskatalysator. Nicht gerade das, was ich suche. Ich brauche Sicherheitscontainer. Oder auch nicht. So halte ich ihn aber auch. Wahrscheinlich muss der jetzt zur Station dort drüben hin. Mein Gott, ist da hinten viel los. Richtig viel sogar. So einfach lasse ich mich nicht besiegen. Königinwächter. Großartig. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ihr dürft gerne mir vorbeifliegen, aber ihr dürft nicht erwarten, dass ihr das überlebt. Überhaupt nicht sogar. Wie weit sind wir denn zu Hause? Terras Faust, du bist immer noch da hinten unterwegs. Okay. Drill, Mineralien, so. Verteidiger. Ey, nur keine Panik. Einfaches Schiff, neu. Ah, das ist ja nix. So, lass die in Ruhe. So, beschütze dich, nur keine Sorge. Ich hab genug geschützt, damit die um mich rumschießen können. Dürfen mich gerne anvisieren. So, noch ein bisschen Schleppsteller. Dann können noch mehr drauf schießen. Dann passt es schon. Immer schön feuerfrei. Ja, die können nichts, können die. Ich muss mich um nichts kümmern. Lololala. Das ist das Schönste. Sagen. Irgendwas zum Leben anziehen? Danke. Gerne doch. Lieben gerne. Antigon minus 7. Ja, herrlich. So wird es so nach und nach besser. Betonung auf nach und nach. Antigon minus 7. Jetzt müssten wir, glaube ich, sogar andocken können. Eine Mission und wir haben alles gemacht, um wieder quasi eine Terraner-Mission weitermachen zu können. Herrlich, herrlich, herrlich. Davon kann ich mehr aushalten. Sie sind genial.
Ja, versuch noch mehr auszuhalten. Das werden Sie bereuen. Ich meine Partikellaser habe, funktioniert alles wunderbar. Tuning Software. Kristallite und sonstiges Gedönsel. Ja. Alles uninteressant. Alles uninteressant. Ich bin fix und fertig, da gebe ich dir recht. Danke für Ihre Hilfe. Gerne doch, gerne doch. Und da unten scheint noch jemand zu sein. Wer ist denn da unten zu finden, hm? Jäger. Jäger? Gleich nehme. So. Container. Wunderbar, 3 Kilometer. Ja, aber da unten haben wir noch jemanden. Komm doch mal her. Schwarmwächter. Ah! Ja, dann halt netter. Dann halt netter. Wir müssen den einfach nur holen. Das passt dann schon. Einmal nach oben. Wo bist du denn, Kollege? Du schaust wahrscheinlich demnächst docken, so wie es ausschaut. Oder doch nicht? Verteidigungsdrohne. Beschützer. Beschützer? Was da, Beschützer? Hier beschützen wir gleich sonst was. Okay, wir müssen ein bisschen näher hinfliegen. Ich tue noch ein bisschen näher hin, Flieger. Danke. Gerne doch. Antigon plus 1 auf einmal, Wes. Ja, ganz schön schnell geht es hier. Also, wo es lädt auf? Nein, Sensor brauchen wir gerade eher. Sensor wird aktiviert, wunderbar. Mission abgeschlossen, plus 11. Alles klar. Ich sag nicht nein dazu. Da wir zumindest ein bisschen was machen können, sage ich nicht wirklich nicht mehr dazu. Ich möchte bitte, dass mein Kollege hier. Zack. Das bin ich. Du hier. Informationen. Halt, zack. Abbrechen. Zuweisung Verteidigung, das passt soweit wieder. Dann möchte ich bitte einmal weggehen. Das passt. Und wir sagen einfach, deine Mission ist es, quasi, Händlersgilde Belohnungen ein. Heide Witzka. Markierungsmutter, einfache Injektionsspitze, Aufschäumung. Schiffs Nano. Die haben auch einiges, wie es draus schaut. Xenostadt zu neutralisieren. Ja, würde ich gerne machen, aber kann ich nicht. Königinwächter, ja, das juckt mich doch alles gerade nicht da. Es juckt mir nicht, wir brauchen die Hauptmission momentan. Das hier, das Meeting. Auf aktiv setzen. Und meine Gutste, deine Aufgabe ist es jetzt quasi dorthin zu fliegen. So. Antigon. Andocken und warten. Wunderbar. Danke. Ihm gerne. So und nicht anders muss das sein, aber wie es weitergeht, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und wie immer, tschüss alle.